So, fertig. Wie Sie sehen, gebe ich hier meinem Tisch gerade einen neuen Anstrich. Morgen muss ich noch einmal drüber streichen und dann ist das Prachtstück auf jeden Fall fertig. Jetzt muss ich allerdings weg. Die Rolle werde ich dafür jetzt aber nicht umständlich auswaschen. Stattdessen verpacke ich sie luftdicht in eine Tüte. Das Ganze muss auf jeden Fall gut abgedichtet sein. Dann kann ich morgen die Rolle direkt wieder benutzen. Die Plastiktüte würde ich auf keinen Fall verwenden, denn wenn man eine solche Rolle in eine Plastiktüte einpackt, dann schwitzt die Rolle und wird pitschenass. So kannst du sie am nächsten Tag dann nicht mehr verwenden. Ich habe eine bessere Idee. Arbeite doch einfach mit den Waffen einer Frau. Man nimmt ganz einfach einen Nylonstrumpf, wickelt die Rolle in diesen Nylonstrumpf ein. Dadurch wird die Feuchtigkeit aufgenommen und die Rolle trocknet nicht aus. So kannst du sie am nächsten Tag sofort wieder benutzen. Ach was, Patrick oder Margarita? Das ist jetzt die Frage, die ich an Frau Czerniak in Garbsen stelle. Hallo, Frau Czerniak. Frau Czerniak? Ja, hallo. Da sind Sie. Hallo, geht's Ihnen gut? Ja, danke. Sie sind guten Mutes, dass Sie auf den Richtigen setzen oder die Richtige? Ich hoffe Okay, wem glauben Sie denn mehr? Sagen Sie, der Patrick mit seiner Plastiktüte ist auf dem richtigen Weg oder ist es eher Margarita, die ihren alten Nylonstrumpf recycelt? Also, ich würde Patrick sagen. Patrick und die Plastiktüte. Ist eingeloggt und hier kommt die Antwort. Mein Tipp war der richtige. Wenn man die Rolle über Nacht in eine Plastiktüte einpackt, bleibt sie feucht und kann direkt wieder benutzt werden. Wichtig ist es allerdings, dass man sie möglichst luftdicht verschließt. Kleiner Tipp von mir übrigens, wenn man keine Plastiktüte zur Hand hat, geht das Ganze auch genauso gut mit Alufolie. Frau Czerniak, Ja, hurra! danke. 250 Euro für Sie. Toll. Toll! Ja, Und freut mich. mögen Sie auch gern kreativ sein? Ja, sehr. Darf ich Ihnen das Bukessin von Martina Lammel noch oben drauflegen, ganz neu? Ja, das ist ganz toll. Für viele Inspirationen. Ja. Das freut mich. Haben Sie schon Mittag gegessen? Noch nicht. Noch nicht? Gibt es Fleisch bei Ihnen? Nein, bei mir, doch, bei mir gibt es gegrilltes Hühnchen und Gemüse. Also weißes Fleisch. Sind Sie auch verunsichert durch diese WHU-Studie? Ich esse sowieso sehr wenig Fleisch, also von daher habe ich gar keine Bedenken für mich. Im Grunde schon jetzt auf dem richtigen Weg. Dann wünsche ich nachher einen guten Appetit mit dem Hühnchen.